Hey Leute und willkommen bei Permaglück. Hi. Ja, es ist schon wieder 4 Wochen her, dass wir euch hier mitgenommen haben zum Gartenrundgang, Gärtnereirundgang Mai. Jetzt haben wir Ende Juni und ja, wir haben im Mai schon gedacht, dass die Gärtnerei explodiert ist, aber da wussten wir noch nichts vom Juni. Genau, dass die Gärtnerei explodiert ist. Dass hier alles in der Gärtnerei, ja. Oder weiß ich ja, nicht, wie man es sagt, dass die Gärtnerei explodiert ist. Puff. Jetzt haben wir Ende Juni und es ist wieder so viel passiert hier. Wir haben geerntet, neu gepflanzt, neu gesät, Beete angelegt und... Im Folientunnel geht's ab. Also ja, wir dachten ja im Mai, dass schon echt viel passiert ist hier, gerade auch von der Natur her, dass alles... explodiert, ja, aber da haben wir mit dem Juni noch nicht gerechnet. Nee. Es gibt eigentlich viel zu erzählen, weil ja so viel passiert ist, aber wir haben uns gedacht, wir langweilen euch nicht gleich am Anfang. Wir zeigen euch erstmal ein paar Bilder, wie es hier aussieht auf dem Feld, aus dem Folientunnel. Genau, und dann schauen wir uns erstmal um. Schaut euch mal an, hier steht alles schon so hoch, wie wir auch. Wahnsinn, oder? Wie hoch alles gewachsen ist und es hängt voll mit Früchten. Nicht zu vergleichen mit dem scheiß Gewächshaus da in unserem holländischen kleinen Minigärtchen. Das hier sieht jetzt echt schon nach einer Gärtnerei aus. Ja, und wie ihr vielleicht auch schon hören könnt, wir haben hier auch wieder einiges dran getan, um gegen die Sonne anzukämpfen. Wir haben einen Ventilator eingebaut, um die Luftzirkulation ein bisschen instand halten zu können hier, weil es wird doch super heiß und ihr habt es ja selber die letzten Tage auch mitbekommen, es ist eine Hitzewelle in Deutschland. Wir haben über den Gurken ein paar Benebler installiert. Ja, die sind neu. Genau, um einfach die Luftfeuchtigkeit für die Gurken und ja, die Tomaten, die mögen es zwar etwas trockener, aber auch die können eigentlich zwischen 60% und 80% Luftfeuchtigkeit gut vertragen. Ja, und es reduziert auch wirklich die Temperatur, ne? Also das merkt man dann schon, wie durch genau. Die Verdunstungskühle das hier wirklich auch nochmal kühler wird. Genau. Und was jetzt noch nicht zu sehen ist, aber was nun mittlerweile auch bestellt ist, weil es wirklich nicht anders geht, ein Schattiernetz für hier oben drauf, weil es doch einfach zu heiß wird. Also selbst mit, wir können die Verdunstungsanlage, also die Nebleranlage können wir nicht
stundenlang laufen lassen. Das wird dann zu feucht hier drinnen. Und man merkt, dass das dann trotzdem immer mal abkühlt. Aber es geht so schnell wieder hoch, die Temperaturen bei solchen Nachmittagen. Also da muss noch ein Schattiernetz her. Ja, also unser Thermostat, wir haben ja, dieser Tunnel ist ja auf, wie heißt das, ein Hang. Und hier im Vorraum ist der höchste Punkt. Und wir dachten, wenn wir über den Eingangstür, wenn wir da so ein Fenster machen, dann zieht uns die warme Luft da raus. Hat leider nicht funktioniert. Dann haben wir uns den Ventilator angeschafft. Der bläst jetzt hier oben die heiße Luft Richtung dieses Fenster. Bringt auf jeden Fall was, aber jetzt in der Hitzewelle war es dann doch so heiß, dass es doch wieder über 35 Grad geworden ist. Die Gurkenspitzen sind ja, verbrannt, abgetrocknet und deswegen jetzt die Nebler und das Schattiernetz und damit sollten wir dann echt safe sein. Wir haben hier hinten noch Melonen, da dauert es auf jeden Fall noch. Dann haben wir Kiwano und Inka-Gurke, das ist mehr so ein Experiment. Ich bin doch etwas überrascht, wie das Zeug wuchert. Da muss ich dann mal, ich habe am Anfang noch Seitentriebe weggeschnitten und versucht, die hochzubinden und so. Ich glaube, ich lasse das Zeug wuchern und dann gucke ich mir erstmal den Wuchs an. Basilikum hier hinten haben wir schon geerntet. Dann haben wir überall immer irgendwo ein paar Blümchen dazwischen stehen für die Bestäubung. In den Auberginen wimmelt es nur so von Blüten und erste Fruchtansätze. Die Chilis hängen voll und die Physalis, weiß ich mittlerweile ja, die wären im Fohlentunnel wohl viel zu groß. Und ja, sie sind groß, aber wir schauen einfach mal, wie das so wird. Ja, nicht zu vergessen die Paprika. Ja, die Paprika, die hängen auch voll. Wir haben sie jetzt ausgedünnt. Es gibt für unsere Solami-Mitglieder heute grüne Paprikas, weil einfach die Pflanzen dringend ein paar Früchte abgeschnitten brauchten, damit die oben wieder ihre Blüten auch zu Früchten ausformen. Im Moment stoßen sie die so fast alle ab, weil einfach zu viel in die vorhandenen Früchte fließt. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, genau, das waren die Neuigkeiten vom Tunnel.
Ja, hier hinterm Folientunnel ist auch ein bisschen was passiert. Wir haben es endlich mal geschafft, vor 3 Wochen oder so die Zucchini-Beete anzulegen. Die Jungpflanzen, die haben ja schon, da hat man schon gar kein Grün mehr erkannt in ihren Anzuchttöpfen. Die haben geschrien. Die waren gelb. Ja, die hatten keine Nährstoffe mehr, die wollten raus. Und wir hatten aber den Kompost nicht da, wir hatten das Material nicht da. Dann hatten wir den Kompost, der lag aber unten. Und dann mussten wir ein bisschen gucken, dass wir den überhaupt erstmal hierher bekommen. Aber wir haben es geschafft. Dank der Hilfe von 3 fleißigen Solawi-Mitgliedern. Danke nochmal. Genau. Und sind eben wieder diese typischen No-Dig-Beete. Quasi die Rasenfläche, die hier vorher war, abgemäht. Pappe drauf, Kompost drauf, dazwischen Holzhäcksel. Außen drumherum sollen noch ein bisschen Holzhäcksel kommen, dass auch die Verdunstung nach da nicht wegging, also nicht so hoch ist. Wir haben ja, und das Unkraut uns nicht wieder von der Seite wegwächst. Genau. Haben ja hier hinten noch einen Haufen liegen, sind noch nicht so ganz dazu gekommen. Das Wichtigste war erstmal, dass die Zucchinis rauskommen. Wir haben sie auch erstmal von all ihren Blüten befreit. Die hatten schon einen Haufen Notblüten, waren gerade mal 3, 4 gelbe Blättchen, aber 5, 6, 7, 8 Blüten an so einer Pflanze. Die haben echt geschrien so von, oh, wir sterben, wir müssen uns noch schnell vermehren. Aber die Beete sind auch im Gegensatz zu unseren anderen Beeten nur 5 Meter lang. Einfach weil wir die 10 Meter hier nicht hinbekommen haben. Und ich muss sagen, die haben sich in den letzten Wochen gut gemacht. Also die haben wieder gut Blätter gebildet, sind grün geworden. Ja, wir sind richtig zufrieden, wie die sich da in 3 Wochen. Und jetzt gibt es da hinten die ersten Blüten. Da dürfen sie dann jetzt Früchte ausbilden. Wir haben hier übrigens 4 Sorten stehen. Das ist gelber Patisson, hier steht weißer Patisson, also Sommerkürbis eigentlich. Und da hinten dann 2-mal Kugelzucchini, die grünen und die dunkelgrünen. In der Hoffnung, dass sich die Solawi-Mitglieder darüber freuen, dass sie halt keine Standard 0815 grüne lange Zucchinis bekommen, sondern 4 ganz unterschiedliche Sorten. Und dann sieht es auch schön bunt aus in der Kiste. Jeder kann sich raussuchen, was ihn interessiert. So. Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Wachstum. Man muss dazu sagen, diese Beete fressen wahnsinnig viel Wasser. Wir stehen hier wirklich morgens und abends mehrere Male und gießen, weil der Kompost auch, es ist natürlich jetzt in der Hitzewelle auch so heiß, das trocknet schnell aus, läuft dann oben immer wieder ab, dann muss man warten, bis das Wasser einzieht. Was auf jeden Fall hilft, sind die Holzhackschnitzelwege. Da, grobporig wie das ist, sickert das Wasser sehr schnell ein, wird aber gespeichert vom Holz. Hier wachsen auch schon Pilze und dann zieht das links und rechts in die Kompostbeete mit ein und schützt auch dadurch vor Ausdunstung, Verdunstung. Und sieht auch einfach wahnsinnig schön aus, diese Holzhackschnitzelwege. Ne? Auch da oben auf unserer Fläche, diese breiten Querwege mit den Holzhäckseln. Es läuft sich gut und sieht sehr hübsch aus. Ja, ist und bleibt auch eine Art Experiment, wie sich dieses No-Dig-System, wie sich das macht. Vom Anlegen her ist es ja klar, man hat einen Haufen Arbeit mit Kompost hinkarren und auch die Holzhäcksel müssen dann auch erstmal ausgebracht werden. Aber wir wässern hier seit 3 Wochen den Kompost und da ist überhaupt nirgendwo auch nur ansatzweise Unkraut zu sehen. Ne? Das kann man von normalem Boden, wo über Jahre alle möglichen Unkrautsamen sich eingearbeitet haben, kann man das ja gar nicht behaupten. Ja. Die Pflanzen brauchen wahrscheinlich auch erst noch ein bisschen. Also ich will mal noch nicht schreien, dass es überhaupt komplett unkrautfrei bleibt. Aber man merkt auf jeden Fall ein paar Wochen bis Monate nach dem Anlegen von so einem Beet, dass da kein Unkraut wächst. Ich kann es ja auch nur bestätigen von der einen Reihe, die wir da oben auf dem Feld haben. Da ist auch nicht viel mit Unkraut jeden. Ja, so, das sind eigentlich so die Sachen, die sich jetzt hier so ein bisschen in den letzten Wochen in der Gärtnerei verändert haben, was sich getan hat, was wir gemacht haben, was so gewachsen ist. Aber wir wollen euch heute nicht nur zum Gärtnereirundgang mitnehmen, sondern auch zum Ernterundgang. Ja, denn es ist jetzt wieder Freitag, der letzte Freitag im Juni, Zeit für die Ernte des Gemüses für unsere Solawi-Mitglieder. Wir haben einiges auf der Liste stehen, was es heute zu ernten gibt. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch mit. Und was uns auch aufgefallen ist beim letzten Gärtnereirundgang, haben wir versäumt, euch die Erntefotos zu zeigen. Wir machen jede Woche von unserer Ernte ein hübsches Foto, wollen das auch dokumentieren und wollten euch das eigentlich zeigen. Haben wir versäumt, holen wir jetzt nach. Jetzt gibt es die Fotos von unseren letzten Ernten und danach gehen wir raus aufs Feld.
unsere ersten Gurken. Krass, wie schnell die Dinger wachsen. Unwahrscheinlich. Ja, es sind die ersten. Also es gibt dann für die Solawi-Mitglieder auch die, weil wir leider keine 40 Stück haben, die halt wirklich wie eine normale, schöne Salatgurke aussehen. Jetzt bin ich hier auf der Suche nach den besten erstmal. Und dann schauen wir mal. Natürlich gibt es bei uns auch krumme Gurken. Ich finde das aber ehrlich gesagt auch ganz sympathisch, dass die ersten Gurken so, eieiei, guck mal das Gerät an, dass die ersten Gurken gar nicht so perfekt sind, weil das halt so wirklich dieses Gefühl gibt, Saisonstart, ne? Und das kann man halt bei einer Solawi so richtig miterleben. Und ich hoffe, glaube, dass das eben auch ein kleines Erlebnis ist für unsere Mitglieder. Wir haben schon eine Gurke gekostet. Ein Gedicht. Wir sind super happy. Sie schmeckt ganz aromatisch und gar nicht so wässrig, seifig wie Supermarktgurken. Gar nicht zu vergleichen. Ich glaube, unsere Mitglieder werden sich sehr über Gurken freuen. So, ich ernte jetzt hier gerade die letzten Mairübchen von diesem Beet. Wir hatten hier auch eine Mischung von gelben, weißen und hier diesen weiß-violetten. Ja, dann sind immer mal noch ein paar kleine drin. Damit wird gleich gemulcht. Gleich wieder ein bisschen Biomasse. Und ja, das wären noch mal 40 schöne Bünde. Ja, und dann geht es nächste Woche mit dem nächsten Beet weiter. Hier stehen wir gerade beim roten Kohlrabi-Feld. Hier ist schon der ein oder andere geplatzt und hier gibt es ein Fliegennest, da schimmelt einer. Aber es gibt auch einige wunderschöne Exemplare. Die kommen natürlich in die Kiste. Wir lassen bei uns immer die Blätter dran. Das wird dann von unseren Mitgliedern auch verarbeitet. Kohlrouladen oder roh gegessen oder einfach so mit in die Pfanne reingeschnippelt. Und jetzt habe ich gesehen, die Brokkolis sind ja auch schon so weit. Die können wir sogar miternten. Was haben wir denn hier mal für einen schönen? Hier war doch irgendwo ein ganz großer. Hier, der ist schon sehr weit. Und da muss ich mal das Messer nehmen. Hier, guckt den euch an. Hier ist schon der nächste wieder. Der hier ist zu weit, der ist genau richtig. Ja, also gibt es heute auch noch Brokkoli. Und uns haben Odernheimern gesagt, in diesem Boden kann man keine Möhren anbauen. Na, ich glaube es nicht, ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Also beim Schnittlauch muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass der so wüchsig ist. Innerhalb von 2 Wochen ist das Zeug hier schon wieder fertig. Ja, das hier wurde letzte Woche geerntet und wenn ich hinten angekommen bin, ich glaube hier stehen so 150 Pflanzen auf dem Beet, ich weiß nicht mehr genau. Wenn ich hinten angekommen bin, kann ich vorne schon wieder loslegen. Wir hatten in unserem Hollandgarten, hatten wir glaube ich 6, 7 kleine Schnittlauchhalme, die haben wir uns dann nie getraut zu ernten. Da hatten wir jetzt die Erfahrung so nicht. Also Schnittlauch ist echt geil. Unsere Frühlingszwiebeln. Machen wir mal 2 bunt. Dann werden noch die Wurzeln abgeschnitten. Zack, zack. Gummi drum. Und ab in die Kiste.
So, und wenn ihr euch wundert, warum die Kerstin gerade alles alleine erntet, ich stehe die ganze Zeit hier und wasche die Gemüses. Zum Beispiel bei den Möhren sieht man es ja besonders schön. Ich fand es damals in Holland auch nicht so besonders toll, wenn man dann Möhren oder was auch immer nach Hause bekommt mit dem ganzen Dreck von der Gärtnerei noch dran. Die einen sagen, ja, das ist Natur, das ist toll, aber ich fand es in der Küche eher immer hinderlich. Und wir spritzen die hier ab. Klar müssen sie zu Hause eh noch mal gewaschen werden bei unseren Mitgliedern. Dann gehen sie noch mal mit dem Grün hier durch dieses Wasserbad, dass das Grün ein bisschen frischer bleibt. Und ja, alles ein bisschen Low-Tech hier noch in unserer ersten Saison. Aber es funktioniert. Und das Wasser, was wir hier immer noch so über haben, was sich hier füllt vom Abspritzen und hier vom Tauchbad, das bekommen unsere Kübelpflanzen. Also es geht auch nicht so viel verloren. Und es sieht schön aus. Hier ernte ich jetzt gerade Batavia-Salat. Sieht er nicht toll aus? Wir sind immer wieder begeistert, wie unsere Salate gelingen und auch, dass wir es tatsächlich geschafft haben, das Timing so hinzukriegen, dass wir jede Woche einen schönen Salatkopf ernten können. Wir haben keine Schnecken, wir haben kein Mühlmausfraß irgendwie. Es kann sein, dass wir mal einen Hase hatten, der an der Rote Beete ein bisschen rumgezuppelt hat. Aber ansonsten hatten wir Läuse bei den dicken Bohnen und die Erdflöhe bei den Kohls. Das war's mit Schädlingen bei uns im Garten. Das Einzige, was sonst noch ein bisschen nervig ist, sind die Katzen aus der Nachbarschaft, die in frisch eingesäten Beeten graben und wühlen, sich reinlegen und so. Aber das war's. Also Glück gehabt, offensichtlich. Poh, dicke Dinger, die geringelte Beete. Chioggia, weiß mit roten Streifen oder rote mit weißen Streifen, wie man es will. Letztens hat uns ein Solavi-Mitglied angeschrieben, ist das normal, dass die geringelte Beete.
Ja, der Tag ist geschafft. Unser persönlicher Rekord, hä? Ja. Ich glaube, so viel hatten wir echt noch nie im Angebot. Hatten wir noch nicht. 11 Sachen? 11 Sachen. Also verschiedene Sorten und so. Ihr habt ja teilweise gesehen, was wir geerntet haben. Wir haben dazu noch die Paprika und die dicken Bohnen. Die dicken Bohnen hatten wir diese Woche schon geerntet, weil die echt ab mussten. Hatten wir im Kühlhaus liegen. Und die Paprika, die haben wir gestern einfach auch als Vorbereitung, weil wir wussten, was wir heute zu tun haben. Und es ist jetzt wieder genau 3 Uhr. Dann kommen wahrscheinlich schon die Mitglieder und holen sich ihr Gemüse ab. Wir machen jetzt Pause, jetzt haben wir alles hingestellt, alles hübsch gemacht und jetzt ist so der Moment, Pause. Und dann wird die nächsten 2 Stunden, meistens sind wir jetzt mittlerweile so, oder 3 Stunden bis 18 Uhr, dass wir uns mit den Mitgliedern unterhalten und weiß nicht, Rezeptideen austauschen, Feedback bekommen, wie es Gemüse geschmeckt hat und so weiter und so weiter. Ist ja auch sehr wichtig in der Solawi und dann ab 18 Uhr wird meistens noch mal ein bisschen aufgeräumt. Und morgen, der Samstagvormittag, ist dann immer der Tag, wo wir dann die ganzen Beete, die abgeerntet sind, richtig aufräumen, Folie drüber und so weiter. Also das ist so langsam und mittlerweile unsere Routine. Ja, ja, dann hoffen wir, euch hat es ein bisschen gefallen, unsere diesmalige Gärtnerei- und Ernterundgang. Ja. Und ja, es kann natürlich wieder sein, dass wir wieder einen ganzen Monat nichts von uns hören lassen. Mhm. Wir müssen mal schauen. Wir haben zwar noch so ein paar andere Videos, die man bringen könnte, aber wir haben einfach nicht die Zeit zum Schneiden und zum Fertigmachen. Und also seid uns nicht böse, wenn wir uns erst nächsten Monat wieder mit dem nächsten Rundgang melden. Mal schauen, Folientunnelaufbau Teil 2 ja. Ist noch in der Pipeline und der ist auch schon angefangen. Also es könnte sein, dass der mal in 2 Wochen dann endlich online geht. Ja. Gut. Na gut. Ihr wisst Bescheid. Dann bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ciao.